Ich möchte jetzt in den nächsten 20 Minuten ungefähr einen kurzen Überblick über die MPDL Services GmbH als Infrastruktur geben. Erstmal kurze Einführung. Als Themen 4 Punkte. Was ist eigentlich diese MPDL Services GmbH und warum gibt sie? Wo kommen wir Stand heute her mit der ersten Generation der Dealverträge? Was ist die zweite Vertragsphase? Dazu dann weitere Infos. Was sind Ziele aus den Verhandlungen? Was passiert? Was haben wir getan, damit die Dinger laufen? Und dann ein Ausblick und ein Fazit. Danach ist dann Zeit für Fragen, was Sie mich oder Deal schon immer mal fragen wollten. Genau, als erstes die Rolle der MPDL Services GmbH. Hier mal so ein paar Fakten als Überblick. Wir sind im November 2018 gegründet worden, damals als 100% Tochter der Max-Planck-Gesellschaft, die das Ganze im Einvernehmen mit der Allianz und natürlich mit Zustimmung von Bund und Ländern, ohne die hier auch nichts geht, gemacht hat. Der Gesellschaftszweck ist die Durchführung der Dealverträge, das heißt Verhandlungen im Kern ist nicht unser Geschäft, das ist Geschäft der Dealgruppe. Also wir haben eine klare Mission als eine Infrastruktureinrichtung für diesen Bereich. Wir sind seit dem 01.01.2022 gemeinnützig und seit dem 01.06.2022 haben wir die Gesellschafterstruktur, die Sie hier vor Ihnen sehen, mit neuen Gesellschaftern, die unsere Arbeit strategisch steuern, begleiten, aufpassen, dass wir das tun, was wir sollen. Und auch eine Verbindung natürlich zur deutschen Wissenschaftsgemeinschaft sicherstellen, weil, wie Sie sehen, das ist der Großteil davon sind Allianzorganisationen und Dachorganisationen. Wenn Sie weitere Infos in den Details zur MPDL Services haben wollen, wir haben eine Webseite, die ist relativ, also rein für die GmbH. Da finden Sie zum Beispiel Jahresabschlüsse, Erläuterungen dazu, wenn Sie sich für sowas interessieren, können Sie nachschauen. Dann die MPDL Services jetzt mal im Deal-Setup. Das ist ja mal so eine Frage, wer ist eigentlich Deal, was ist die MPDL Services und wie hängt der ganze Spaß zusammen? Deswegen hier als kurze Übersicht, nicht von den Sirenen stören lassen. Die MPDL Services ist hier mittig dargestellt als Deal Operating Entity, also die Durchführung, Abwicklung der Verträge. Darunter haben wir die Deal-Einrichtungen, mit denen sind wir durch Teilnahmeverträge verbunden und auf der anderen Seite die Deal-Verlage, die Wiley, Elsevier und Springer Nature, die die Leistungen dann eigentlich erbringen. Neben uns steht die Dealgruppe als von der Allianz eingesetzte Arbeitsgruppe, bestehend aus Fachleuten aus allen Einrichtungen, aus verschiedensten Einrichtungen, die die Verträge verhandeln, vorbereiten und wir begleiten das, unterschreiben die dann und setzen sie dann um. Sie sehen dann noch weitere Striche, weil das ein relativ verworrenes Dreiecksverhältnis ist zwischen uns, den Einrichtungen und den Verlagen. Die Einrichtungen unterschreiben auch nochmal separate kleine Verträge, die aber vorher mit uns abgestimmt sind und fest vorgegeben sind, um die Zugangsrechte auf die Online-Libraries zu bekommen. Und die Publizierenden reichen natürlich ihre Artikel direkt bei den Verlagen ein. Damit haben wir direkt nichts zu tun. Zu den Deal-Einrichtungen, wir haben 1000 ungefähr, die zur Teilnahme berechtigt sind. Das sind nach Kriterien definierte, gefilterte Einrichtungen aus Deutschland, im Wesentlichen öffentlich finanziert. Davon nehmen 500 aktiv teil. Die anderen 500 ist relativ wahrscheinlich, dass die noch nie einen Zugriff, die meisten von denen noch nie einen Zugriff auf zu einem dieser Verlage hatten. Deswegen lassen Sie sich nicht abschrecken. Dadurch, dass wir nur die Hälfte der, die teilnehmen könnten, dabei haben, diese Hälfte deckt 99% des Publikationsaufkommens bei diesen Verlagen ab, in der Regel. Dann kurzer Status quo, die ersten Dealverträge 2019 bis 2023. Was waren die Ziele, was waren die Erfolge? Es gab drei große Ziele von Deal, Open Access für alle standardmäßig einführen, den gleichen Zugang zu Wissen, das heißt Zugriff auf das Publikationsmodell, auf die Libraries, auf den Closed Content für alle Einrichtungen, der war ja sehr disparat davor verteilt. Und ein faires und objektives Preismodell.
Was haben wir geschafft? Wir haben Verträge, die erste Deal-Vertragsphase gab es ja nur Verträge mit zwei Verlagen, nämlich mit Wiley. Da haben wir den ersten Deal-Vertrag 2019 abgeschlossen und mit Springer 2023. Die wesentlichen Punkte stehen ganz unten, die Par-Fee von 2750, haben Sie sicher gehört. Das ist eine Publish- und Read-Fee, das ist auch wichtig, das ist keine APC. Da ist nämlich noch eine Leseanteil mit dabei, weil wir ja auch Zugriff auf den Closed Content bekommen. Die anderen Konditionen gehe ich nicht im Detail durch, aber im Wesentlichen dauerhafte Archivrechte und Rabatte auf Gold-APCs sind natürlich da. Und beide Vereinbarungen, das ist wichtig, waren All-In, das heißt, alle Einrichtungen in Deutschland waren mit abgedeckt, ob sie das jetzt wollten oder nicht. Wenn sie nicht teilgenommen haben, dann sind wir auf den Kosten sitzen geblieben. Das haben aber nur zum Glück ganz wenige getan, die da wirklich relevant waren. Was waren unsere Erfolge? Massive Steigerung bei Open Access. Der Lesezugriff war für alle, so wie geplant, für alle 500 teilnehmenden Einrichtungen. Alle hatten den gleichen auf das komplette Portfolio. Das ist ein massiver Unterschied. Wir haben auch massiv viel mehr Zugriffe auf Closed Content gesehen oder mitgeteilt bekommen von den Verlagen. Und wir hatten eine Kostenstabilität über die Laufzeit, weil die 4 bzw. 5 Jahre keine Preisveränderungen gab, nur Artikelveränderungen. Hier habe ich Ihnen mal in Folien kurz, da gehen wir jetzt nicht auf die Details ein, aber in Folien kurz mitgebracht, wie sich die Artikelzahlen über die Jahre so verhalten. Wir hatten ungefähr 25.000 Publikationen pro Jahr. Sie sehen die Schwankungen am Anfang. Die ersten Jahre bei den Verträgen sind immer ein bisschen schwierig, weil die starteten nicht alle Komponenten zum Jahresanfang. Aber Sie sehen 2020/21 der Covid-Peak, es ging hoch, danach ging es runter. Und wenn Sie die Folien später mal haben, in Ruhe anschauen, sehen werden, Hybridpublikationen nehmen bei beiden Verlagen kontinuierlich ab. Goldpublikationen steigen. Das heißt, das ist so ein bisschen, was wir immer sagen, der transformative Effekt. Über die 5 Jahre zusammen sind das 105.000 Artikel, die davon publiziert worden sind. 97% ungefähr wurden im Open Access veröffentlicht. Wenn Sie sich fragen, was bei den anderen dreien passiert ist, da hat sich der Autor bewusst dagegen entschieden, Open Access zu publizieren. Fragen Sie mich nicht, warum, aber das ist das Recht der Autoren. Und was wir zusätzlich durchgeführt haben, sind Opt-out- und Retro-up-Prozesse, weil die nicht Open-Access veröffentlichten Artikel laufen anders, brauchen separate Verfahren, müssen separat freigegeben werden. Wenn Sie sich für die Zahlen interessieren, wir haben eine Broschüre kürzlich rausgegeben, die diese Zahlen und viele weitere für Sie zusammenfasst. Die ist natürlich Open Access verfügbar und zwar entweder über die Webseite www.deal-konsortium.de oder über die DOI, die hier auf der Folie abgebildet ist. Die zweite Deal-Vertragsphase ist jetzt, was wollten wir tun, wo sollte es hingehen? Da sehen Sie, die Ziele sind deutlich umfassender, detaillierter geworden. Der wesentliche Punkt war, wir wollten Opt-in-Verträge statt All-in-Verträge, das heißt Einrichtungen sollten frei entscheiden können, ob sie mitmachen, damit war so ein bisschen moralischer Druck da teilzunehmen, quasi moralische Erpressung, so ein bisschen als Protest kam während der ersten Vertragsphase, das wollten wir nicht mehr. Die Umsetzung der publikationsbasierten Abrechnungslogik, die wir davor schon mit den Verlagen hatten, sollten und mussten jetzt auch auf die Einrichtungen überführt werden. Das ist wahrscheinlich das, was bei Ihnen am meisten angekommen und Arbeit und Aufwand gemacht hat. Dann ging es natürlich darum, den dritten Verlag an Bord zu holen, mit Elsevier zu einer Einigung zu kommen. Das hatten wir davor ja nicht geschafft. Keine Vorauszahlungen, keine Mindestpreise war wichtig. Die Reduzierung der Par-Fees für Hybridartikel, es musste günstiger werden. Die 2750 Euro sind ja allgemein auf viel Protest gestoßen. Datenschutz war ein Thema und fixe Vertragslaufzeiten. Wir haben das umgesetzt bekommen, gut mit den beiden Verlagen, mit denen wir schon Verträge hatten. Deswegen fasse ich die hier mal zusammen. 5-Jahres-Verträge, Opt-in-Verträge, weiterhin ist Fully Open Access inkludiert und der dauerhafte Lesezugriff auch und der Rabatt auf Gold-APCs. Bei Springer außerdem eine Preisbegrenzung der Steigerungen, das ist ja auch mal so ein Aspekt, Goldpreise steigen massiv, bei Springer ist das gecapped, bei den letzten Preisen, womit wir deutlich unter dem Marktpreis mittlerweile liegen mit den Dealpreisen.
Die Parfee von 2.750 Euro ist gesunken und das ist eine Preisreduzierung. Bei Springer sind es 2.600 glatt, bei Wiley gibt es ein Modell mit drei Kategorien und auf Basis der Artikelverteilung 2022, weil das ist die, die wir hatten, kam man damit auf 2.610 Euro. Das heißt, es sind 140, 150 Euro pro Artikel, die es günstiger geworden sind. Dann der dritte Vertrag mit Elsevier, die Situation vor Deal, wie sah die aus? Wir hatten stetig steigende Subskriptionskosten, es gab Gold Open Access, wurde publiziert in the wild, also ohne dass das irgendwo erfasst wurde. Und rein die Subskriptionskosten 2016 waren 55 Millionen, danach kam der Cut und es gab erstmal keinen Vertrag mehr mit Elsevier. Jetzt gibt es einen Opt-in-Elsevier-Vertrag, der sieht dasselbe vor, was die anderen auch letztlich vorsehen. Open Access publizieren, Leserechte für alles, für alle. Eine Standardgebühr von 2.500 Euro für Publikationen, ermäßigte Gold-APCs. Da gibt es noch ein paar Ifs, Buts und so weiter. Viele Details, auf die ich jetzt mal auf Zeitgründen verzichte. 31 Millionen Euro sind die Gesamtausgaben inklusive unserer Betriebskosten für diesen Vertrag, die wir für das Jahr 2024 prognostizieren. Prognosen sind immer ein bisschen schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, vor allem, weil wir nicht ganz genau wissen, wie sich die Artikel verändern. Aber es wird, normalerweise haben wir nicht so viel gesehen, dass wir jetzt da mit ganz massiven Veränderungen rechnen. Also ich gehe davon aus, dass die 31 Millionen ungefähr halten. Wenn Sie es vergleichen, das sind die berühmten 40% Preisreduzierung ungefähr ohne Einberechnung von Inflation, Preissteigerungen, regulären Preisänderungen, die man für Subskriptionen hat. Dann ist die Frage, wie wird das Ganze eigentlich umgesetzt? Und da wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Die erste Vertragsphase war noch auf Basis historischer Subskriptionsbeiträge, Subskriptionskosten. Also jede Einrichtung hat grundsätzlich mal das gezahlt, was sie davor in Subskriptionskosten hatte. Es gab so ein publikationsanzahlbasiertes Abrechnungsmodell, das nebenher lief, das die Umstellung vorbereiten sollte, weil ganz klar war, dass das kein dauerhaftes Modell sein kann. Mit der zweiten Vertragsphase gibt es das, was wir das Paper-Charge-Modell nennen. Also Sie zahlen pro Artikel, jede Einrichtung zahlt pro Artikel. Da wir aber wissen, dass das eine Umstellung ist, hat ja vorhin in der Podiumsdiskussion Frau Leis zum Beispiel auch gesagt, das kostet mehr für viele Einrichtungen, für andere kostet es weniger, gibt es Preisober- und Untergrenzen, die in diesem Preismodell mitentwickelt wurden und durch die Struktur, dass das alles durch die MPDR Services als gemeinnützige Organisation läuft, können wir konsortiuminternen Preisnachlässe geben, Preise reduzieren und schauen, dass da Härten ausgeglichen werden nach Möglichkeit in dem Rahmen, in dem wir das können. Also man muss ganz klar sagen, dieses Paper-Charge-Modell war auch eine Vorgabe von Bund und Ländern, dass das kommt, früher oder später. Das heißt, das ist jetzt auch nichts. Ich halte das für unvermeidlich in dem System, das sage ich auch ganz offen. Ich glaube, dass das so ist, aber das musste auch kommen. Und genau die Herausforderung, diesen Übergang herzustellen, irgendwie, den wir für bei Springer und bei Wiley, wo sich ja dann doch für einige Einrichtungen ganz massive Veränderungen ergeben haben, das war eine Herausforderung, die aber, da hat sich aber haben die Kollegen aus der Dealgruppe ein Preismodell designt, das eben diese Kostengrenzen beinhaltet, dass wir dann in die berühmten Teilnahmeverträge umgesetzt haben, die ihre Einrichtungen, wenn sie denn an die teilnehmen, dann auch so unterschrieben haben und die für die nächsten Jahre Dämpfungen vorsehen, Obergrenzen, Untergrenzen, die über die Jahre weiter aufgehen und dann irgendwann wegfallen, sodass am Ende jeder das zahlt, was seine Einrichtung publiziert hat oder einen Grundbeitrag, wenn er oder sie, also die Einrichtung, nicht publiziert hat. Dann Teilnahmeverfahren, das ist jetzt nun nicht so ganz einfach. Wir hatten drei Verträge, die alle zum 1.1. oder Elsevier hat zum 1. September begonnen, die anderen zum 1.1.24. In der Praxis bedeutet das, wir hatten zum Jahreswechsel 2023/2024 drei neue Verträge. Die mussten ja alle irgendwie ans Laufen kommen. Die laufen ja nicht von alleine. Das heißt, ich habe Ihnen hier mal den Zeitstrahl aufgemalt. Das waren schon unter sehr gepressten Zeitbedingungen von Start Mitte September
oder Anfang September vielmehr und Ende, Mitte Februar. In dem Zeitraum haben wir 3 Teilnahmeverfahren gemacht. Das waren über 1.000 Teilnahmeverträge, die in dieser Zeit quasi geschlossen wurden. Jeder dieser Teilnahmeverträge ist ein individueller Vertrag, der geprüft, also der auf Vorlagen basiert, aber der letztlich einzeln abgeschlossen wird, der erfasst werden muss, der eingetragen werden muss, der umgesetzt werden muss, der bei den Verlagen eingepflegt werden muss, bei uns eingepflegt werden muss. Und gleichzeitig hatten wir ja noch zwei alte Verträge, die noch liefen und umgesetzt werden müssen. Das war immenser Aufwand. Das haben wir, glaube ich, gut geschafft in der Zeit. Das führt dazu, dass manche Dinge aktuell bei uns einfach noch ein bisschen länger dauern, weil das muss man sagen, dass das einfach unglaublich Kapazitäten bei uns gebunden hat. Das andere, was Kapazitäten bei uns bindet und was natürlich auch eine unserer Hauptaufgaben ist, ist die Rechnungsstellung. Wir haben mit den neuen Teilnahmemodellen und einem zusätzlichen Vertrag einmal ein Drittel mehr an Artikeln ungefähr und dafür müssen überall Rechnungen gestellt werden. Wir haben eine Trennung zwischen Hybridkosten, zwischen Goldkosten, Servicepauschalen. Das sind eine Vielzahl an Rechnungen. Ich habe mal ausgerechnet, ich glaube, im Höchstfall kann eine Einrichtung 12 Rechnungen im Jahr von uns bekommen. Jede dieser Rechnungen ist anders, jede ist einzeln, jede nimmt auf Besonderheiten der Einrichtung Rücksicht, jede hat eine andere Artikelzahl zugrunde liegen. Was nicht jede bekommt die volle Anzahl an Rechnungen, das kann ich auch gleich dazu sagen, sonst hätten wir hier ganz andere Zahlen, aber es sind trotzdem immer noch über 5.500 Rechnungen, die wir pro Jahr, mit denen wir rechnen, dass wir sie pro Jahr an Einrichtungen verschicken, die vorbereitet, erstellt, verschickt, gemonitort, gemahnt, wenn es ganz dumm läuft, verbucht werden müssen. Auch da ist erheblich viel Arbeit dahinter, die wir machen müssen. Aber auch das läuft, das ist unser Job, wir sind eine Infrastruktureinrichtung, wir beschäftigen uns mit solchen Themen. Da arbeiten wir dran, dass das zunehmend reibungsloser und besser läuft. Damit Ausblick, Fazit und nun, wie geht es jetzt weiter? Wir haben 3 Verträge, die eine Laufzeit bis zum 31.12.2028 haben. Das sind ungefähr 5 Jahre, beziehungsweise jetzt dann bald schon wieder erstaunlicherweise noch 4 Jahre. Die laufen alle in denselben Zeitstrahlen, das gibt eine gewisse Sicherheit. Sie bedeuten auch für die 3 großen Verlage das Ende der Subskriptionslogik, weil mit den Preismodellen, die wir haben, das Geld zu 100% den Publikationen und damit den publizierenden Entscheidungen der publizierenden Autoren folgt. Bedeutet, entscheidet sich ein Autor dafür, woanders zu publizieren, dann geht auch das Geld woanders hin. Zumindest nicht mehr dahin, während wir davor ja immer die Subskriptionsblocks hatten und da war es völlig egal, was passiert ist. Am Ende wurde ein Subskriptionsbetrag gezahlt oder vielmehr am Anfang. Genau, Transformation und Trends. Ich hatte ja vorhin die Folien kurz den Verlagen gesagt, wir sehen einen kontinuierlichen Rückgang der Hybridzahlen unter den Dealverträgen. Wir nehmen einen kontinuierlichen Anstieg von Fully Open Access Artikeln, die es gibt. Das ist ein Trend, den Deal so erreichen will natürlich. Es geht ja darum, weg von Hybrid hin zu Gold zu kommen. Wir gehen davon aus, dass der sich mehr oder weniger so fortsetzt. Wir sind jetzt mal gespannt, wie sich das bei Elsevier verhält, aber auch da war in den letzten Jahren dieser Trend zu sehen. Und was auch immer wieder so ein Punkt ist, die Gesamtartikelzahlen verändern sich deswegen vergleichsweise gering. Sie haben gesehen vorhin, wenn Sie bei den Folien, wir hatten den Peak drin, seitdem sind wir da relativ auf einer Ebene, weil einfach Artikel sich verschieben und zwar von Hybrid zu Gold, aber es bedeutet nicht, dass wir immense Explosionen irgendwo sehen. Wir sind im Wachstum, der wahrscheinlich unterhalb dessen liegt, was man so allgemein sieht, nämlich so bei um die 1% wahrscheinlich. Wie geht's weiter? Wir sind eine Infrastruktureinrichtung. Wir wollen Verträge umsetzen und theoretisch ist es schön, wenn wir die Zeit hätten, die jetzt in aller Ruhe auf die nächsten 4 Jahre einzuspuren, vorzubereiten, umzusetzen. Unsere Workflows zu optimieren, damit das für Sie, für die Einrichtungen, für die Autoren einfacher wird, mit den Verlagen zusammen deren Workflows zu optimieren, damit es für die Autoren einfacher wird und für uns, unsere Abläufe und Verfahren zu organisieren, aber das ist ein schönes
Ziel, so einfach ist es nicht, weil es gibt weitere Themen, wo wir auch letztlich mit drin hängen. Das eine ist die globale Open Access Transformation. Es gibt ganz viel Erfahrungsaustausch. Wir versuchen unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, was hat geklappt, was hat nicht gut geklappt, an andere Konsortien und Länder zu übertragen, weil man nicht vergessen darf, der Großteil der Welt lebt noch im Subskriptionssystem. Nur weil wir hier schon seit vielen Jahren über Open Access reden und da Fortschritte gemacht haben, bedeutet das nicht, dass das in vielen anderen Regionen der Welt noch ganz anders aussieht und die viel, viel weiter hinter uns sind und man da viel Geduld mitbringen muss. Dann geht es um Lizenzen. Das ist jetzt ein sehr juristisches Thema. An Juristen wie mich freut das sehr. Da geht es um Rechteübertragungen an die Verlage. Wir wollen CC-BY-Lizenzen natürlich haben auf möglichst alles. Das sieht nicht immer so aus. Es gibt die restriktiveren Lizenzen, die dann mit Rechteübertragung an die Verlage einhergehen. Das ist ein Thema. Datenschutz und Datentracking kam mit der zweiten Generation der Verträge erstmals ins Rampenlicht. Auch das ist jetzt in vielen anderen Ländern, gerade in Europa, ein Thema, wo wir Unterstützungsleistungen bieten und mit den Verträgen, mit den Verlagen sind wir im Gespräch über was passiert da. Da wird es noch Workshops geben, wo es darum geht, was besser geht. Und dann natürlich das Thema, das mir auf diesen Open Access Tagen deutlich zu wenig genannt worden ist, dafür, wie wichtig es ist und wie viel Raum es in meiner Arbeit einnimmt, ist künstliche Intelligenz. Sowohl KI-Klauseln in Verträgen, was darf man mit Closed Content für KIs machen, aber auch was bedeutet das insgesamt für das Publikationswesen? Wo geht's hin? Was verändert sich? Und unten habe ich noch einen Bullet Points mit drei Punkten gemacht, weil ich gelernt habe, dass alle Themen, die ich mir ausdenke, total schön sind und dass es immer noch eine ganze Menge anderer Themen gibt, die dann völlig unerwartet dazwischen kommt und mit denen man dann auch umgehen muss. Was ist mein Fazit, mit dem ich hier zum Ende kommen möchte? Wir haben mit der MPDL Services eine leistungsstarke Infrastruktur geschaffen, schaffen wir mit den Verträgen Flexibilität und Raum für den Übergang zu standardmäßigem Open Access. Wir haben die Open Access-Quoten massiv erhöht, wir arbeiten da weiter dran. Unser Ziel ist, dass bei den Verträgen, die wir verhandeln, die wir umsetzen, 100% Open Access-Quote dahinter steht. Die wird nie ganz erreicht sein, aber man kann sich versuchen, so nah wie möglich dran zu robben. Was man auch sagen muss über Deal ist, dass diese Zusammenfassung, diese Bündelung von Ressourcen und von Interessen die Position der deutschen Wissenschaftsgemeinschaft gegenüber den großen Verlagen deutlich verbessert hat. Wir haben deutlich bessere Konditionen erreicht. Wir haben Konditionen erreicht, die noch nie zuvor jemand hat erreichen können. Konkrete Verbesserungen im bestehenden System, das muss man auch dazu sagen, ganz klar, geschaffen haben. Es geht uns nicht darum, was komplett Neues aufzubauen, das ist nicht unser Auftrag, sondern es geht darum, quasi im Verhältnis mit den großen Publishern hier Konditionen zu bauen und Konditionen zu schaffen und da Veränderungen inkrementeller Art, Schritt für Schritt, eins nach dem anderen zu machen, um diese Open Access Transformation weiter voranzubringen und mit diesen Standards, die wir in diesen großen Verträgen setzen, nicht nur das System bei den Commercial Publishern zu verändern, sondern auch die von dir gesetzten Standards, mit denen Flexibilität und Raum für die Veränderungen, für grundlegende Veränderungen am Publikationssystem zu schaffen, indem man das Subskriptionssystem nämlich endlich aus der Welt schafft, indem man finanzielle Ströme, Zahlungen an die Verlage von den Fesseln der Subskriptionen befreit und Leute ermächtigt, die Entscheidungen zu treffen, die sie haben zu wollen und damit finanzielle Auswirkungen dran zu treffen und eben zum Beispiel dadurch, dass man die subskriptionsüblichen Preiserhöhungen abschafft, Geld zu sparen oder Kostensteigerungen zu vermeiden, die dann hoffentlich, das wäre mein Wunsch, Raum auch in anderen, für andere Modelle, zum Beispiel für Diamond Open Access Modelle und andere Versuche, die wir vielleicht noch gar nicht haben, schaffen werden. Genau, das war jetzt sehr dicht in ein kurzer Ritt durch das gesamte, was wir so tun. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn ich jetzt irgendwen von euch noch nicht komplett verwirrt habe, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen und weitere Verwirrung zu schaffen oder Aufklärung oder mich mit Fragen zu konfrontieren, die ihr schon immer mal stellen wolltet zu Deal, zur MPDS Services. Dankeschön.